Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Formel 1 Video. Leute, was geht ab? Ey, gefühlt haben wir eine Sommerpause gemacht im September und Oktober und jeder von euch weiß, dass Anno 1800 und Formel 1 eigentlich meine Hauptgames sind hier auf diesem Kanal. Doch leider wurden wir durch diverse Bugs seitens Codemasters doch sehr enttäuscht. Heute ist ein Patch gekommen, 1.12, der nicht nur Imola mit sich bringt, sondern auch eine Reihe von Bugfixes. Inwiefern wir da gehypt sein dürfen oder nicht, ist natürlich immer so eine Sache. Ich meine, der ist ja frisch draußen. Wir testen das jetzt erst mit den Jungs. Von daher kann man noch nicht so wirklich sagen, ist das jetzt quasi so ein Phönix aus der Asche? Können wir wieder richtig randalieren? Können wir unsere Liga fortführen? Oder müssen wir das Spiel beiseite legen, weil Codemasters das einfach nicht hinbekommt? Wir werden sehen. Womit ich erst anfangen möchte, so das erste Video seit langem in der Formel 1, ist ein Benchmark-Test auf Imola. Gleichzeitig auch irgendwo eine Streckenvorstellung und wir gucken einfach mal, wieso der Ersteindruck ist. Ich mache die Kamera in der Zeit weg. Genieß die Show. Flashbacks ein bisschen an ACC. Da sind wir Imola ja auch schon einige Male gefahren. Ich meine, klar können wir zu den diesigen Problemen momentan noch nichts sagen. Bei dem Benchmark-Test logischerweise, aber die Strecke sieht gut aus. Sie sieht sehr gut aus. Sehr vertraut dadurch, dass wir ACC eine gewisse Zeit lang gezockt haben. Windows 11 macht bisher auch keine Faxen. Das habe ich seit heute installiert. Es läuft sehr gut aktuell. Aber wir wollen es auch nicht jinxen. Die Einstellung haben wir sonst alle auf Ultra, spielen auf WQAD. Mit einem 144 Hertz Monitor und das sieht auch gut aus. Rein, Leute. Das sah wirklich, wirklich fett aus. Wenn ihr Bock habt auf mehr Videos mit allem drum und dran, lasst es mich wissen, sagt gerne Bescheid. Wir haben, ich kann kurz sagen, FPS Minimum 124, FPS Durchschnitt 140, FPS Maximum 159. Damit bin ich zufrieden. Wir sehen uns im Stream.